Abschied von einem Menschen, einem Seelsorger, einem Bischof, der Generationen von Gläubigen in der Steiermark und weit darüber hinaus geprägt hat. Abschied von Bischof Johann Weber. Grüß Gott, meine Damen und Herren, aus dem Grazer Dom der Bischofskirche der Diözese Graz-Seckau, in der heute ihr 56. Diözesanbischof zu Grabe getragen wird. Zum Requiem für Bischof Weber sind zahlreiche Mitglieder der österreichischen Bischofskonferenz gekommen, zu ihnen natürlich der steirische Diözesanbischof Wilhelm Krautwaschl, der Vorsitzende der österreichischen Bischofskonferenz Kardinal Christoph Schönborn, gekommen ist auch der Salzburger Erzbischof Franz Lackner, ein gebürtiger Steirer. Die Diözese hat 270 Menschen aus allen Bereichen der Gesellschaft zum Requiem und zur Beisetzung von Bischof Johann Weber in den Grazer Dom geladen. Dem Wunsch des Verstorbenen folgend hätte es ein großes Volksbegräbnis werden sollen, also eine Begräbnisfeier mit der Teilnahme möglichst vieler. Im Dom ist das wegen der Corona-Schutzmaßnahmen aber nicht möglich. Und so hat die Diözese schon im Vorfeld dazu eingeladen, das Requiem zu Hause an den Fernsehgeräten mitzufeiern. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Der Friede sei mit euch. Und mit deinem Geist. Schwestern und Brüder, liebe Trauergemeinde, wir nehmen Abschied von einem großen Hirten, Bischof Johannes Weber, ein Mann aus dem Volk und für das Volk. Er liebte die ihm anvertraute Herde, hörte ihre Stimme und wollte Stimme sein für das Volk. Bischof Weber kannte die Sorgen der Menschen, aber auch die Hoffnung, die sie zuweilen unerkannt trägt und antreibt. Kirche muss bei den Menschen sein, wenn im Pfarrhof kein Licht mehr brennt, ein sorgenvolles Wort
unseres verstorbenen Bischofs Johannes. Alles Enge und Starre war ihm fremd. Er baute auf das Gute, das schon geschehen ist. Pfarrgemeinsratsmitglieder fragte er oftmals anlässlich von Visitationen: Erzählt mir von Gutem in eurer Pfarre, das nicht von euch kommt. Lieber Bischof Johannes, in dieser Hirtensorge bist du uns Beispiel und ein großes Vorbild. Dafür danken wir dir an deinem Grab und empfehlen dich und dein Werk der Gnade Gottes. Der Salzburger Erzbischof Franz Lackner war das, ein gebürtiger Steirer, der Bischof Johann Weber natürlich sehr, sehr gut gekannt hat und den Bischof Johann Weber auch Zeit seines Lebens begleitet hat. Der Herr ist mein Licht und mein Heil. Erforscht und du kennst mich, ob ich sitze oder stehe, du weißt von mir. Von fern erkennst du meine Gedanken, ob ich gehe oder ruhe, es ist dir bekannt. Du bist vertraut mit all meinen Wegen. Das Wort nicht auf der Zunge, du, Herr, kennst es bereits. Du umschließt mich von allen Seiten und legst deine Hand auf mich. Die Flügel des Morgenrots und lasse mich nieder am äußersten Meer. Auch dort wird deine Hand mich ergreifen und deine Rechte mich fassen. Du hast mein Inneres geschaffen, mich gewoben im Schoß meiner Mutter. Ich danke dir, dass du mich so wunderbar gestaltet hast. Ich weiß, staunenswert sind deine Werke. Mich, Gott, und erkenne mein Herz. Prüfe mich und erkenne mein Denken. Sieh her, ob ich auf dem Weg bin, der dich kränkt, und leite mich auf dem altbewährten Weg. Dem Sohne und dem Heiligen Geiste, wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen. Treuer Gott, in deiner Hand liegt unser Leben.
Erhöre unsere Gebete für unseren verstorbenen Bischof Johannes Weber. Er hat seinem Wahlspruch als Bischof entsprechend den Menschen das Evangelium verkündet und sie zu Christus geführt. Dein Sohn Jesus Christus, komme ihm nun in Liebe entgegen und führe ihn in dein Reich des Lichtes und des Friedens. Darum bitten wir dich durch Christus, unseren Herrn. Amen. Wir hören jetzt die Lesung, vorgetragen von Schwester Evelyn Ender. Sie war geistliche Lesung Begleiterin und Bezugsperson Jesaja. Für Bischof Johann Weber bis der zu Geist seinem Tod. Der Geist des Herrn ruht auf mir. Denn der Herr hat mich gesalbt, er hat mich gesandt, um den Armen frohe Botschaft zu bringen, um die zu heilen, die gebrochenen Herzen sind, um den Gefangenen Freilassung auszurufen und den Gefesselten Befreiung, um ein Gnadenjahr des Herrn auszurufen, einen Tag der Vergeltung für unseren Gott, um alle Trauernden zu trösten, den Trauernden Sions Schmuck zu geben anstelle von Asche, Freudenöl statt Trauer, ein Gewand des Ruhms statt eines verzagten Geistes. Man wird sie die Eichen der Gerechtigkeit nennen, die Pflanzung, durch die der Herr seine Herrlichkeit zeigt. Dann bauen sie die uralten Trümmerstätten wieder auf und richten die Ruinen ihrer Vorfahren wieder her. Die verödeten Städte erbauen sie neu, die Ruinen vergangener Generationen. Fremde stehen bereit und führen eure Herden auf die Weide. Ausländer sind eure Bauern und Winzer. Wort des lebendigen Gottes. Thank you.
Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Halleluja, Halleluja. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Das Evangelium wird jetzt Diakon Peter Weinhappel verkünden. Peter Weinhappel ist Diakon bei den Barmherzigen Brüdern in Kainbach bei Graz. Er holt jetzt das Evangeliar vom Sarg des verstorbenen Bischofs. Und aus diesem Buch wird der Diakon jetzt das Evangelium verkünden. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geiste. Aus dem Heiligen Evangelium nach Johannes. Ehre sei dir, o Herr. In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern: Wie mich der Vater geliebt hat, so habe auch ich euch geliebt. Bleibt in meiner Liebe. Wenn ihr meine Gebote haltet, werdet ihr in meiner Liebe bleiben, so wie ich die Gebote meines Vaters gehalten habe und in seiner Liebe bleibe. Dies habe ich euch gesagt, damit meine Freude in euch ist und damit eure Freude vollkommen wird. Das ist mein Gebot. Liebt einander, so wie ich euch geliebt habe. Es gibt keine größere Liebe, als wenn einer sein Leben für seine Freunde hingibt. Ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch auftrage. Ich nenne euch nicht mehr Knechte, denn der Knecht weiß nicht, was sein Herr tut. Vielmehr habe ich euch Freunde genannt, denn ich habe euch alles mitgeteilt, was ich von meinem Vater gehört habe. Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt und dazu bestimmt, dass ihr euch aufmacht und Frucht bringt und dass eure Frucht bleibt. Dann wird euch der Vater alles geben, um was ihr ihn in meinem Namen bittet. Dies trage ich euch auf, liebt einander. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Los sei dir, Christus. Der Diakon bringt das Evangeliar wieder zurück zum Sarg. Und es folgt jetzt die Predigt. Der steirische Diözesanbischof Wilhelm Krautwaschl wird sie halten. Vor 20 Jahren ist Wilhelm Krautwaschl von Bischof Weber zum Priester geweiht worden. Seit 5 Jahren leitet er die Diözese Graz-Seckau. Schwestern und Brüder im Glauben, liebe Vertreter und Vertreterinnen des öffentlichen Lebens aus Gemeinde, Land und Bund, liebe Brüder und Schwestern aus der Ökumene, liebe Brüder im diakonalen, priesterlichen und bischöflichen Dienst, liebe Familienangehörige, liebe Sie alle zu Hause oder wo auch immer Sie heute teilnehmen an diesem Requiem und an der Beisetzung, die Sie vielleicht auch gern hier sein wollten. Wenn ich es recht in Erinnerung habe, so hat Bischof Johannes bei einem seiner Einkehrtage im Priesterseminar einmal gesagt, dass er uns auf dem Sterbebett den Engel im Grazer Dom zeigen werde, bei dessen Betrachtung in ihm der Entschluss gereift sei, das Studium zu ändern und sich auf den Weg zum Priestertum zu machen. Es ist leider nicht dazu gekommen.
Aber die Weltzugewandtheit Gottes, die durch Engel deutlich wird, so kann ich es bezeugen, war einer der innersten Antriebe für ihn, Seelsorger zu sein, bis in die letzten Ausfaltungen seines Lebens. Selbst auf dem Sterbebett hat er noch unser Land gesegnet und war damit den Menschen nahe, so wie immer in den letzten Jahren, wenn er im Pflegeheim von den Dienerinnen Christi in Graz-Andritz, wo er gelebt hat, gesprochen hat. Immer dann hat er sich dankbar über Sie, liebe Schwestern, geäußert. Vergelt's Gott also Ihnen für Ihre liebevolle Zuwendung und Ihre Wachsamkeit über die Jahre herauf. Wenn bei den Besuchen, die ich ihm abgestattet habe, wir uns beide verabschiedet haben, hat er zumeist um den Segen gebeten. Er legte mir die Hände auf, um mich unter den Schutz Gottes zu stellen, das er ganz einfach gedeutet hat. Aus Minus und Minus wird Plus, eben Segen. Und nicht nur einmal zeigte er sich bis zu unserer letzten wachen Begegnung interessiert daran, wie es denn mit der Kirche bei uns weitergehen werde und wie mit der Gesellschaft. Diese kleinen Episoden stehen für so vieles, mit dem er über Jahrzehnte versucht hat, allen das Evangelium nahezubringen. Denn letztlich sind wir alle der frohen Botschaft bedürftig, weil wir als Menschen auf Unterstützung am Weg zur Vollendung angewiesen sind und in diesem Sinn arm bezeichnet werden können. Freilich, auch in seinem apostolischen Dienst hat er Zeiten erlebt, die ihn selbst zum ersten Adressaten des Evangeliums gemacht haben. Und gerade dann, ob in der Steiermark oder in der Kirche und Gesellschaft in Österreich, erwies sich seine vermittelnde Art oft als entkrampfend. Das Wort dazwischen, der Dialog, war etwas, das er nicht müde wurde, einzubringen in die vielen aufgerissenen Wunden und Situationen. Es geht eben immer um das Wort schlechthin, um unseren Herrn Jesus Christus, der mitten unter uns Raum gewinnen will. Wirkliches sich einlassen verändert. Und Ergebnisse des Dialogs sind meist andere als jene, die eine Seite von vornherein erwartet. Den Armen das Evangelium verkünden hat sein bischöfliches Wirken bestimmt, von Anfang an bis zuletzt. Einige Male hat er alle Pfarren der Steiermark im Lauf seiner aktiven Zeit offiziell besucht. Da und dort hat er Initiativen auch diözesanweit gesetzt und im Verbund mit der Weltkirche, keineswegs nur innerkirchlich. Weil wir eben nicht für uns berufen sind, sondern uns in diese Welt und zu den Menschen gesendet wissen, mit ihren Freuden und Leiden, mit ihren Hoffnungen und Sorgen. Alle diese Initiativen aufzuzählen, würde den Rahmen dieser Worte sprengen. Doch es gilt das Evangelium. Die frohe Botschaft des uns nahen Gottes vermag wirklich das Antlitz dieser Welt zu prägen und auch zu verwandeln. Das wurde in seinem bischöflichen Dienst immer wieder deutlich. Diese Art, ganz bei und mit Gott und damit ganz bei und mit den Menschen zu sein, ist ein Vermächtnis, das er uns allen hinterlässt. Seine Fußspuren sind eingegraben, bedeutsam in die Landstriche der territorial größten Diözese von Österreich. Das Evangelium, den Armen verkünden, war für ihn Maß im Einsatz für all jene, die sich in der Kirche als Ehren- oder Hauptamtliche engagieren, war Maß für jene, die ihre Berufung aus Taufe und Firmung leben, genauso wie für jene, die als Ordensleute mitten im Volk Gottes zeichenhaft deutlich machen, dass der Auferstandene, das Ostern erlebbar und lebbar ist. Auch mit all jenen, die im geweihten Dienst für die Kirche und die Menschen hier leben und alle Bildungs- und Fortbildungsinitiativen seiner Amtszeit machen deutlich, dass er davon beseelt war, nur Einheit unter den vielen zu stiften, mit all ihren unterschiedlichen Interessen
Und nur Einheit ist eben dem Bekenntnis entsprechend, das wir als Glaubende ablegen. Ja, sein Leben war von seinem bischöflichen Wahlspruch geprägt. Dieser Dienst war sein breites Ackerfeld, das er wohl bestellt hat, bis zu seinem letzten Tag. Sagte uns doch die Nachtschwester, dass er immer wieder etwas an seinem Sterbebett davon gemurmelt habe, dass er morgen eine Predigt in Mariazell halten müsse. In seinen Worten, die er in seinem Testament hinterlassen hat, wird dieser Bischof und sein Amtsverständnis deutlich, wenn er uns einen Gruß, seinen letzten, hinterlässt. Ich danke allen für ihre Treue, Nachdenklichkeit, für Freundschaft, Hilfeleistung, auch Tröstung, aber auch für Widerstand, der oft Same zu Neuem war und ist. Durch viele Jahre hindurch durfte ich ein Übermaß an Einsatz, Herzlichkeit, auch über scheinbare Grenzen der Kirche hinweg erleben und eine so vielfältige Tapferkeit bei Belastungen. Aus dem vielfältigen Volk habe ich zugleich aus dem Volk Erfülltheit, ja Furchtlosigkeit und Lebensglück empfangen. Niemand ist dem guten Hirten unwichtig. Zum Schluss, Gott gebe uns die Gnade der Heiterkeit, ja Furchtlosigkeit, als Kirche des Vertrauens auf ihn. Barmherzigkeit möge das erlebbare Kennzeichen sein und zugleich der Mut, in der sich rasch wandelnden Welt auch Neues zu wagen. Deutlich wird, ein gutes Stück Kirchen- wie Glaubensgeschichte hat dem Bischof Johannes Weber einen ehrlichen wie begeisterten Zeugen verloren, so wie es unser Erzbischof zum Ausdruck gebracht hat. Ja, lieber Bischof Johannes, du hattest recht, als du am Freitag nach Christi Himmelfahrt gemeint hast, von außen betrachtet ging es dir damals ja überraschend gut. Morgen oder übermorgen gehe ich heim. Du bist heimgegangen. Heim zu dem, der seinen Geist auf dich gelegt hat. Dein Dienst, den du in großer Treue ausgeübt hast, ist uns gerade in diesen unsicheren Zeiten für die Welt und auch die Kirche ein Vorbild. Weil du zutiefst aus dem Glauben an Gott geschöpft hast und daher lebendiges Zeugnis durch alle Wirrnisse hindurch gewesen und bis zuletzt geblieben bist. Vertrauen hat eben einen längeren Atem als die Angst. Danke. Es folgen jetzt die Fürbitten, und alle, die eine Fürbitte vortragen, haben oder hatten eine besondere Beziehung zum verstorbenen Bischof. Die erste Fürbitte kommt von Johann Webers Neffen. Wenden wir uns in dieser Stunde des Trauerns, des Abschieds, aber auch der Hoffnung aus dem Glauben auf ein Leben an Gott, unser aller Vater. Lieber Gott, wir bitten für unseren Onkel Hans, dass er an deiner Seite ein neues Zuhause bekommt, in dem er sich wohlfühlt und auch gerne auf die Zeit mit uns zurückdenkt. Lass seine Liebe und sein Verständnis für die Armen und Schwachen in uns allen keimen und weiterhin wachsen. Herr Jesus Christus, wir, die ehemaligen jugendlichen Lehrlinge und jungen Werktätigen aus allen Bereichen der steirischen Arbeitswelt, von Mützzuschlag über Bruckli oben bis Murau,
von Liezen über Graz bis Leibniz, von Hartberg über Gleisdorf bis Deutschlandsberg, Volzberg, danken, dass uns Johann Weber in den 50er und 60er Jahren als Diözesanseelsorger der katholischen Arbeiterjugend geschenkt war. Die vielen Stunden, Tage, Wochen und Jahre, die er mit uns oft sehr kritischen verbracht und uns nahegebracht hat, was Leben, Wirken und Wollen der katholischen Kirche nach dem Prinzip Sehen, Urteilen, Handeln bedeutet, möge Bischof Johann Weber ein reichliches Vergelt's Gott zuteil werden. Den Armen die frohe Botschaft bringen, war der Wahlspruch von Bischof Johannes Weber. Bei Visitationen hat er gerne gefragt, wer sind bei euch die Armen? Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen hat er oft gefragt, hast du einen Freund unter den Armen? Gott der Liebe, wir bitten dich um einen achtsamen und wohlwollenden Blick für jene Menschen, denen es nicht so gut geht. Schenk uns aber Kreativität und Ausdauer beim Helfen. Lass uns liebevolle Begegnungen suchen und gib uns den Mut und die richtigen Worte, für gerechte gesellschaftliche Rahmenbedingungen einzutreten. Bischof Johann Weber waren die Menschen in der Arbeitswelt ein Anliegen. Er kannte ihre Sorgen und Nöte. Allmächtiger Gott, wir bitten dich für all jene, die arbeitslos sind oder um ihren Arbeitsplatz bangen müssen. Stärke sie durch deine frohe Botschaft und lass sie mit ihrer Arbeitskraft deine Schöpfung mitgestalten. Herzensgüte, das fällt mir ein, wenn ich an unseren Bischof Weber denke. Er war immer der Meinung, dass der Einsatz für Menschenwürde und Gerechtigkeit nicht an den Grenzen der Diözese enden solle. So hat er vor 50 Jahren das Welthaus der Diözese Graz-Seckau gegründet, ein wichtiges Zeichen für die steirische Kirche. Wir bitten für alle Menschen dieser Welt, die in Not und Bedrängnis leben müssen. Im Besonderen denken wir auch an unsere Partnerdiözese Masan in Südkorea und Bom Jesus da Lapa in Brasilien. Du bist unser Herr, unser Gott, heut und alle Tage, bis in Ewigkeit. Amen. Die Sprecher der Fürbitten hatten, es war ja bei den Formulierungen klar zu erkennen, starken Bezug zu Einrichtungen und Institutionen, die dem verstorbenen Bischof Johann Weber ein besonderes Anliegen waren. Zur katholischen Arbeiterjugend, zur Caritas, zum sogenannten Welthaus der Diözese und auch zum Arbeitslosenfonds. Diesen Fonds hat Bischof Johann Weber 1988 gegründet. Heute, angesichts hoher Arbeitslosigkeit durch die Corona-Krise, bekommt dieser Fonds wieder besondere Aktualität. Thank you.
Lasst uns beten. Ewiger Gott, wir feiern das heilige Opfer für unseren verstorbenen Bischof Johannes. Lass ihn in der Ewigkeit unverhüllt schauen, was er uns im Sakrament verborgen gereicht hat. Durch Christus, unseren Herrn. Amen. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geist. Erhebet die Herzen. Wir haben sie bei Herrn. Lasset uns danken dem Herrn, unserem Gott. Das ist würdig und recht. Wir danken dir, Vater im Himmel, und rühmen dich durch unseren Herrn Jesus Christus. Denn er ist der eine, der den Tod auf sich nahm für uns alle, damit wir im Tode nicht untergehen. Er ist der eine, der für uns alle gestorben ist, damit wir bei dir in Ewigkeit leben. Durch ihn preisen dich deine Erlösten und singen mit den Chören der Engel das Lob deiner Herrlichkeit. Thank you.
Ja, großer Gott, heilig bist du. Unsagbar groß und doch uns allen ganz nahe, wir bitten dich. Sende deinen Geist auf diese Gaben herab und heilige sie, damit sie uns werden Leib und Blut deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus. Denn am Abend, an dem er ausgeliefert wurde und sich aus freiem Willen dem Leiden unterwarf, nahm er das Brot und sagte Dank, brach es, reichte es seinen Jüngern und sprach: Nehmet und esset alle davon. Das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch, dankte wiederum, reichte ihn seinen Jüngern und sprach: Nehmet und trinket alle daraus. Das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes, mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Geheimnis des Glaubens. Deinen Tod, o Herr, verkünden wir und deine Auferstehung preisen wir, bis du kommst in Herrlichkeit. Darum, gütiger Vater, feiern wir das Gedächtnis des Todes und der Auferstehung deines Sohnes und bringen dir so das Brot des Lebens und den Kelch des Heiles dar. Wir danken dir, dass du uns berufen hast, vor dir zu stehen und dir zu dienen, und bitten dich, schenke uns Anteil an Christi Leib und Blut und lass uns eins werden durch den Heiligen Geist. Gedenke deiner Kirche auf der ganzen Erde und vollende dein Volk in der Liebe. Vereint mit unserem Papst Franziskus, unserem Bischof Wilhelm und allen Bischöfen, unseren Priestern und Diakonen und mit allen, die zum Dienst in der Kirche bestellt sind. Erbarme dich unseres Bruders Johann, den du aus dieser Welt zu dir gerufen hast. Durch die Taufe gehört er Christus an. Ihm ist er gleich geworden im Tod. Lass ihn mit Christus zum Leben auferstehen. Gedenke aller unserer Brüder und Schwestern, die entschlafen sind in der Hoffnung, dass sie auferstehen. Nimm sie und alle, die in deiner Gnade aus dieser Welt geschieden sind, in dein Reich auf, wo sie dich schauen von Angesicht zu Angesicht. Vater, erbarme dich über uns alle, damit uns das ewige Leben zuteil wird, in der Gemeinschaft mit der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, mit dem heiligen Josef, mit deinen Aposteln und Märtyrern und mit allen, die bei dir Gnade gefunden haben vom Anbeginn der Welt, dass wir dich loben und preisen durch deinen Sohn Jesus Christus. Durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir, Gott, allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes, alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Amen. Beten wir. Vater, unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme,
dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von den Bösen. Erlöse uns, Herr, allmächtiger Vater, von allem Bösen. Gib barmherzig Frieden in unseren Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem Erbarmen. Bewahre uns vor Verwirrung und Sünde, damit wir voll Zuversicht das Kommen unseres Erlösers, Jesus Christus, erwarten. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Am Ostertag kam der Auferstandene zu den Seinen. Er sprach ihnen sein neues Leben zu, den Frieden. Deshalb bitten wir. Herr Jesus Christus, du Sieger über Sünde und Tod, schau auf den Glauben deiner Kirche und schenke ihr nach deinem Willen Einheit und Frieden. Der Friede des Herrn sei allzeit mit euch. Und mit deinem Geiste. Der Friedensgruß erfolgt anders als sonst bei Gottesdiensten üblich. Nur ein freundliches Zunicken, kein Händedruck. Auch das natürlich eine der vielen Sicherheitsmaßnahmen wegen der Corona-Pandemie. Die neue Grazer Hofkapelle am Dom zu Graz, die Capella Ferdinandea Vocalis et Instrumentalis, unter der Leitung von Domkapellmeister Josef M. Döller singt das Agnus Dei. Es ist das Agnus Dei aus dem Requiem von Anton Feist, einem Priester aus der Steiermark, der ist in den 30er Jahren verstorben. Er war Priester und ein Musikwissenschaftler, hat viele Messen komponiert und war zu seiner Zeit einer der meist gespielten Kirchenmusiker. Er ist nach wie vor der Steiermark und vor allem der steirischen Kirche sehr verbunden. Seht, das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt. Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach, aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund. Der Leib Christi. Amen. Amen. Thank you.
Wenn Sie in den vergangenen Tagen einen Gottesdienst besucht haben, dann kennen Sie es bereits, wie sich die Kommunionspender auf das Austeilen der Kommunion vorbereitet haben. Alle haben sich ein Gesichtsschild aufgesetzt, alle haben sich die Hände desinfiziert. Man hat bei der Vorbereitung dieses Requiems für Bischof Johann Weber größten Wert darauf gelegt, alle vorgeschriebenen Sicherheitsmaßnahmen einzuhalten und alle Corona-Schutzvorkehrungen zu beachten. Nur 270 Menschen sind heute hier im Grazer Dom. Mehr durfte die Diözese wegen der Corona-Schutzbestimmungen nicht in die Bischofskirche lassen. Am Requiem hier im Dom nehmen auch Vertreter aus all jenen steirischen Pfarren teil, in denen Johann Weber vor seiner Zeit als Bischof gewirkt hat. Es sind auch viele Vertreter des öffentlichen Lebens zu den Begräbnisfeierlichkeiten gekommen. Sie haben es vorhin gesehen, Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer mit seiner Gattin ist im Grazer Dom, Landeshauptmann Stellvertreter Anton Lang, die Landtagspräsidentin Manuela Kohm ist hier und als Vertreterin der Bundesregierung auch Umweltministerin Leonore Gewessler, eine gebürtige Steirerin, die Bischof Johann Weber gut gekannt hat. Wenn Sie den Grazer Dom kennen, dann fällt Ihnen sicher auf, dass das Presbyterium sozusagen verhangen ist. Es hängt dort ein Bild, man sieht nicht ins Presbyterium. Das ist deshalb so, weil der Dom sich gerade in einer Renovierungsphase befindet und das Bild, das hier das Presbyterium sozusagen verhängt, stammt von der Grazer Künstlerin Edith Temmel. Sie hat hier den Heiligen Geist gemalt, beziehungsweise das Bild trägt den Titel Die Ausgießung des Heiligen Geistes. Domorganist Christian Iwan. Auch die Orgel wird in den nächsten Monaten und Jahren renoviert werden. Lasst uns beten.
Erhöre unser Gebet, barmherziger Gott, und wende unserem verstorbenen Bischof Johannes dein Erbarmen zu. Auf Christus hat er gehofft, ihn hat er verkündigt. Gib ihm durch dieses Opfer Anteil an der Herrlichkeit deines Sohnes, der mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Amen. Bischof Wilhelm Krautwaschl und Prälat Leopold Stettler, ein enger Freund des verstorbenen Bischofs Johann Weber, ziehen jetzt mit den Diakonen und der Assistenz in die Sakristei. Dort bereiten sie sich auf die Beisetzung vor und ziehen sich ein anderes liturgisches Kleid an. Und im Dom spielt inzwischen ein Ensemble der Polizeimusik Steiermark. Dieser Polizeimusik war der verstorbene Bischof Johann Weber immer sehr verbunden. Webers Vater war Gendarmeriebeamter und er selbst hat immer wieder gerne und oft Konzerte der Polizeimusik besucht. Es folgen jetzt Ansprachen. Zuerst die Präsidentin der offiziellen Laienorganisation der katholischen Kirche, der katholischen Aktion in der Steiermark, Andrea Ederer. Als Herzbischof haben dich zahlreiche Nachrufe tituliert. Und ein Herz, genauer gesagt ein dreifaches, das Logo des Steirischen Katholikentages 1981, das erinnert mich an unsere wohl erste Begegnung. Dieses Fest der Brüderlichkeit von damals
Das würde heutzutage wohl als Fest der Geschwisterlichkeit bezeichnet werden. Der Dialog für Österreich war dir wichtig. Damals fragte ich mich, ja, aber dann, was kommt danach? Welche Ergebnisse wird es geben? Viele Jahre später verstehe ich, dass ohne einen ehrlichen Dialog in gegenseitiger Wertschätzung gar nichts geht. Es ist immer die bessere Option, weiterzureden und mit allen in Kontakt zu bleiben. Ja, ein Bischof hat viele Seiten zu hören, das weiß ich mittlerweile. Es war immer eine Freude, dir als menschenfreundlichen Kirchenbotschafter der liebenswürdigsten Art zu begegnen. Bewundernswert war dein gutes Gedächtnis. Auch als eremitierter Bischof kanntest du noch deine Schafe und ihren Stallgeruch. Eine Eigenschaft, die Papst Franziskus von seinen Bischöfen immer wieder einmahnt. Die katholische Aktion hast du als geistlicher Assistent der katholischen Arbeiterjugend mit ihrem Prinzip des Sehens, Urteilens, Handelns schon früh kennengelernt. Das bunte, umfassende Netz der größten katholischen Laienorganisation hat offene Ohren und Augen für die Anliegen der Menschen. Und das macht sie für die Kirche so wichtig. Ich sage dir als Präsidentin Danke für jegliche Unterstützung, die du uns in der katholischen Aktion Steiermark hast zukommen lassen. Die Umsetzung des Zweiten Vatikanischen Konzils war dir ein wichtiges Anliegen. So hast du schon als junger Bischof sehr früh die Räte in deiner Diözese eingeführt. Zuerst wurden zum ersten Mal die Pfarrgemeinderäte gewählt, dann Diözesanräte aus allen Dekanaten der Steiermark. Damit wurden die ehrenamtlichen Christinnen und Christen besser eingebunden. Sie sollten Mitverantwortung tragen und so ihrerseits auf das Evangelium antworten. Ein riskantes Unterfangen, denn wer viel fragt, kann bekanntlich auch lang irr gehen. Mitunter erhält er auch Meinungen, die nicht in seinem Sinne sind. Aber du hast einmal erzählt, dass du im Vatikan gelernt hättest, dass ein voller Schreibtisch von Misstrauen in die Mitarbeiter zeige. Und ich schätze, dein Schreibtisch war trotz vieler Aufgaben eher leer. Dein Vertrauen war so groß. Dein Vertrauen in die Mitchristinnen und Christen. Wir danken dir dafür. So warst du in vielen Ideen und Taten deiner Kirche voraus. Dein bischöflicher Wahlspruch, den Armen die frohe Botschaft bringen, das passt ganz genau in die heutige Zeit. Corona, Klimakrise, sowie unserem Bedarf an Solidarität und Hoffnung. Dein jahrelanger Einsatz für die frohe Botschaft ist nun zu Ende. Was erwartet dich nun, lieber Bischof Johann? Die große Theologin Dorothee Sölle schreibt darüber etwas besonders Schönes. Am Ende der Suche und der Frage nach Gott steht keine Antwort, sondern eine Umarmung. Lieber Bischof Johann, lieber Bruder im Herrn, in Gottes Namen, Amen. In Gottes Armen wissen wir dich geborgen. Danke. Andrea Ederer, Vertreterin der katholischen Aktion und vom Diözesanrat. Und als nächstes spricht jetzt Schwester Sonja Dollesch für die Ordensgemeinschaften. Lieber Herr Bischof, in Vertretung für die Ordensgemeinschaften in der Steiermark, ganz besonders, aber mit besonders großem Respekt und in Ehrfurcht für die Frauenorden in der Diözese darf ich hier stehen. Von Anfang an galt ihre Hirtensorge in besonderer Weise den Ordensfrauen. Sie sollten im Geist des Zweiten Vatikanischen Konzils
am Sendungsauftrag der Kirche teilnehmen. Aufbruch und Erneuerung war angesagt. Übersiedeln sollten die Ordensgemeinschaften vom Nebengebäude ins Hauptgebäude. Bischof Weber hatte dafür keine besonderen Pastoralpläne oder Konzepte. Sein Zugang war wohl eher Zuwendung, hinhören, hinschauen und viel Zeit, um miteinander nachzudenken. Gemeinsam auf die Suche gehen, miteinander unterwegs sein und immer wieder über den Zaun schauen. Bischof Weber initiierte regelmäßige Treffen mit Schwestern der verschiedensten Gemeinschaften, zunächst im kleinen Kreis, dann entstanden daraus regelmäßige mehrtägige Bildungs- und Begegnungstage mit dem Bischof auf Schloss Jonsdorf. Sie dienten dem gegenseitigen Kennenlernen und dem geistigen Austausch. Immer waren sie getragen vom tiefen, fröhlichen, ansteckenden Gottvertrauen des Bischofs. Sein unkompliziertes Mit-uns-Sein hat den Tagungen eine ganz besondere Qualität und Wärme verliehen. Sie zeigten uns, wir sind gemeinsam Kirche. Die Vielfalt der Berufungen, auch die Berufungen von Frauen, stärkt die Kirche in unserem Land. Bischof Weber schenkte den Schwestern großes Vertrauen, Zutrauen. Er hat sie als Gemeindeassistentinnen in priesterlose Pfarren gesandt. Das war wohl weit über die Diözese und über Österreich hinaus ein neues und mutiges Projekt. Zutiefst von der Wirkkraft des Gebetes überzeugt, hat er auch die kontemplativen Gemeinschaften gefördert. Den Karmelitinnen ließ er größtmögliche Unterstützung zukommen und half wesentlich bei der Gründung ihrer Klöster am Heiligen Berg in Kamel und auch in Maria Jeutendorf in Niederösterreich. Lieber Herr Bischof, Ihre Art, mit Menschen umzugehen, war ganz besonders. Ich erinnere mich an unsere erste Begegnung. Es war eine Hörende am Beginn meines Ordenslebens. Ich erinnere mich an eine unserer letzten Begegnungen. Es war eine Erinnerung, es war ein Segen, den Sie mir gegeben, mir und meiner Gemeinschaft, aber auch ein Segen, um den Sie mich mit dem Zeichen des Kreuzes auf der Stirn gebeten haben. Das habe ich nicht nur einmal erlebt und wahrscheinlich andere Frauen oder Ordensfrauen auch. Immer hat es mich tief berührt. Sie verstanden es, sich dem Gegenüber persönlich zuzuwenden und sich über Begegnungen von Herzen zu freuen. Sie waren eben der Herzbischof. Das Gedenken an Sie, lieber Herr Bischof, erfüllt nicht nur mich, sondern alle Ordensfrauen und Ordensmänner mit großer, tiefer Dankbarkeit. In den letzten Monaten sagten Sie gerne: Ich betrachte den Tanzenden, den lächelnden Gott, der immer wieder sagt: Ich bin da. Das Bild vom tanzenden Gott von Schwester Basilia Gürth ist auf ihren ausdrücklichen Wunsch hin auch auf ihrem Sterbeandenken. Gott
ist nun ganz da bei ihnen. Er möge ihr Leben zur Vollendung führen und sie teilhaben lassen an seiner Herrlichkeit in Frieden und unverlierbarer, herzlicher Freude. Danke und vergelt's Gott. Schwester Sonja Dolesch war das, die Provinzoberin der Grazer Schulschwestern. Und als nächstes spricht als Vertreter der Ökumene der evangelische Superintendent Wolfgang Rehner. In dankbarem Gedenken an den Diener des Herrn Jesus Christus, Bischof Johann Weber, darf ich als Vertreter der evangelischen Kirche in der Steiermark für die christlichen Kirchen aus der Ökumene heute unsere Anteilnahme zur Sprache bringen. Für uns aus den Schwesterkirchen wird Johann Weber in Erinnerung bleiben als ein Wegbereiter und Wegbegleiter der Ökumene in der Steiermark. Viele Zeitzeuginnen und Zeitzeugen hier im Raum können davon lebendig berichten. Ich darf unseren heimgegangenen Altbischof Dieter Knall zitieren. Katholikentag 1981 und Toleranzjubiläum der Evangelischen Kirche bildeten den Anlass zu einem ökumenischen Gottesdienst hier im Grazer Dom am 10. Jänner 1981. Es war ein Abendgottesdienst. Knall berichtet: Während des Umkleidens in der Sakristei fiel plötzlich das elektrische Licht im Dom aus. Nur die Altarkerzen sorgten noch für einen schwachen Lichtschein in dem großen, dicht gefüllten Raum. Das war damals anders. Nachdem einige Versuche, eigene Versuche einer Schadensbehebung gescheitert waren, musste ein Fachmann der Grazer E-Werke herbeigeholt werden. Schon machte das Gerücht die Runde, ökumenischen Bemühungen stünde eine düstere Zukunft bevor, als der Dom schlagartig in vollem Lichtglanz erstrahlte und der Gottesdienst mit 10-minütiger Verspätung beginnen konnte. Ökumene mag bisweilen mühsam und auch zeitverzögert sein. Johann Weber scheute aber die Mühen nicht und sagte im Rückblick: Ein Geschenk war es, als insbesondere auf Initiative der Orthodoxen die zweite europäische ökumenische Vollversammlung in Graz stattfand. Hier an seinem Sarg sagen wir Gott, in dem die Quelle des Lebens ist, Dank für das Leben seines Dieners Johann Weber. Er wurde uns zum Bruder im Glauben. Nun befehlen wir den Heimgegangenen der versöhnenden Liebe Gottes an. Möge er im Lichte dieser Liebe in Ewigkeit schauen, was er zu Lebzeiten hier geglaubt hat. Bei dir ist die Quelle des Lebens, Gott. In deinem Licht schauen wir das Licht. Noch kurz vor seinem Tod hat Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer Bischof Johann Weber besucht. Als nächstes jetzt die Ansprache von Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer. Werte Trauergemeinde, wie ich als 18-jähriger Sekretär der jungen Generation geworden bin, war Johann Weber schon Bischof. Ich erinnere mich, wie wenn es gestern gewesen wäre, bei meinem Antrittsbesuch
dieses Leuchten der Augen, diese ansteckende Fröhlichkeit, diese heitere Gelassenheit, aber auch der Mut, die Kirche in den Aufbruch zu führen, waren spürbar. Ich habe ihn 2 Tage vor seinem Tod das letzte Mal gesehen. Wir hatten uns oft getroffen in Ulrichsbrunn in den letzten Jahren, in der Burg, da ist er gerne hingegangen, in das Zimmer des Landeshauptmanns. Ich denke eher nicht wegen mir, sondern weil er dort 4 Landeshauptleute erlebt hat, als Diözesanbischof, den legendären Josef Greiner, den Vater, der 1970 bei der Gründung des Diözesanrates dabei war und dort im Grußwort gesagt hat, was soll denn das, dass in der Kirche jetzt auch die Demokratie einkehrt? Sei doch froh, dass du anschaffen kannst, hat er ihm gesagt. Dann Friedrich Niederl, Josef Greiner, der Sohn, alle 3 sind verstorben und Waltraud Glasnik, die anwesend ist, wie auch die Landtagspräsidentin Manuela Kom anwesend ist, die Ministerin Gewessler und mein Stellvertreter Anton Lang, der Bürgermeister Nagel und sein Vorgänger. Da haben wir uns immer im kleinen Kreis getroffen. Zuletzt Ende September zum 50-jährigen Bischofsjubiläum. Und wie er gegangen ist, habe ich zu ihm gesagt, im Juli sehen wir uns wieder zum 70-jährigen Priesterjubiläum. Ja, das weiß Gott. Für mich so berührend und seine Menschlichkeit zeigend waren diese Feste im kleinen Kreis, 50 Jahre Bischof, vorher 90 Jahre Johann Weber. Da war der Diözesanbischof dabei, der Pfarrer Schreier, hat ja immer gesagt, er ist der Hilfskaplan von Leonhard. Aber dann seine Pfarrer, die ihn immer gut heimgebracht haben, die Schwestern, seine Haushälterin, sein Arzt, die Sekretärin. Wenn man 50 Jahre Bischof und 70 Jahre Priester ist, am 2. Juli wäre es soweit, 1950 geweiht, dann erlebt man alle Höhen und Tiefen, alle Aufbrüche und Umbrüche der Kirche, der Gesellschaft, der Politik. Nicht, dass auch nicht ich, um bei der Wahrheit zu bleiben, manches gesagt habe, was ihm, ich befürchte, es geärgert hat in den ersten Jahren und Jahrzehnten. Er war mir und er war ganzen Generationen dieses Landes am Ende ein väterlicher Ratgeber und Hirte, dem wir zu großem Dank verpflichtet sind. Er war immer bei den Menschen. In den guten und bösen Tagen war er bei den Menschen. Und natürlich hat er mit dem Katholikentag, dem Tag der Steiermark, dem Papstbesuch gezeigt, was Kirche in der Steiermark möglich macht. Er hat in der Keplerstraße mit dem Haus der Frauen, der Telefonseelsorge, dem Arbeitslosenfonds gezeigt, welch soziales Herz er hat. Er war dem Zweiten Vatikanum verpflichtet. Und er hat sich nicht immer mit der Kurie in Rom leicht getan. Bei manchen Bischofsernennungen, er war, ich habe immer gesagt, das war eine Art Heimsuchung in dieser schwierigen Zeit, 95, 98, auch Vorsitzender der Bischofskonferenz. Ich habe ihn einmal in Ulrichsbrunn
gefragt, wie er das ertragen hat. Bischof Weber war ja ein Versöhner, ein Brückenbauer, ein Fels in der Brandung, wenn es um Haltung und Vorbild ging. Aber er hat den Menschen nicht vorgeschrieben, wie sie zu leben haben, sondern er hat den Glauben in die heutige Zeit übersetzen können. Und deswegen war er ja so beliebt. Aber der Konflikt war ja seine Sache nicht. Das hat er von der Mutter, hat er mir immer gesagt. Ich habe ihn einmal gefragt, unter welchen Ereignissen er besonders leidet. Ja, diese krisenhafte Entwicklung damals, aber noch mehr, und das war für mich überraschend, dass in der Zeit der 70er und 80er Jahre es nach seinem Dafürhalten zu viele gegeben hat, die aus dem Priesteramt gegangen sind. Damit hat er sich sehr, sehr schwer getan und hat das immer auch als eine persönliche Niederlage empfunden. Ich bin dem Herrgott dankbar, dass ich am Christi Himmelfahrtstag mit ihm noch reden konnte. Danke, Herr Bischof, auch dem Caritas-Direktor, dass ich da immer genau informiert war, wie es steht. Er war hellwach. Wie immer, wenn ich zu ihm gekommen bin, hat er die Hand gehoben: Gott grüße Sie. Wir haben über die politische Arbeit gesprochen, über Corona. Und es wird mir, solange ich denken kann, wohl in Erinnerung bleiben, dass er am Ende gesagt hat: Und jetzt möchte ich Sie segnen und damit die Steiermark. Und wir zwei, Herr Bischof und der Caritas-Direktor und einige Schwestern, denen ich danke, die bei ihm waren, Tag und Nacht, die in Ulrichsbrunn, haben auch vom toten Bischof ein paar Stunden nach seinem Heimgang uns noch verabschieden können. Und so schließt sich der Kreis auch für mich, der mit meiner Familie seit 40 Jahren in Andritz lebt. Er ist ja in Andritz geboren, in St. Veit getauft, die Kirche in Andritz wurde ja später erbaut. Und er hat das oft betont, im ersten Stock, dort wo der Binderwirt war. Und er hat seinen Lebensabend in Ulrichsbrunn verbracht, bei den Dienerinnen Gottes. Man kann nicht genug dankbar sein, wie sehr er umsorgt wurde. Ich bin sehr froh, dass ich mit ihm über viele Jahre und Jahrzehnte zu tun hatte. Er war ein Hirte der Menschen. Und wenn am Tag nach seinem Tod geschrieben stand, der Pfarrer der Steiermark, ja, er war auch eine Stütze für die Pfarrer und die Kapläne draußen, die auch Halt brauchen. Was wäre ohne unsere Priester im Lande? Dann hat das den Nagel auf den Kopf getroffen. Haben Sie Dank, Herr Bischof, für all das, was Sie Gutes auf Erden für die Menschen, was Sie für die Steiermark getan haben. Sie waren ein Geschenk Gottes. Wir sind dankbar, Sie gehabt zu haben. Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer mit einer sehr persönlichen Ansprache. Und jetzt folgt die Rede vom Vorsitzenden der Österreichischen Bischofskonferenz, Kardinal Christoph Schönborn. Ich darf im Namen der Bischöfe Österreichs als Vorsitzender der Bischofskonferenz ein Wort des Dankes sagen nach den wunderbaren Worten, die schon gesagt worden sind. Kann ich nur einstimmen in den großen Dank, in drei kurzen Dankworten. Der erste ist ein ganz persönlicher. Nachdem der Herr Landeshauptmann so persönlich war, darf ich auch ein persönliches mit einem persönlichen Wort beginnen. Als junger Priester, Dominikaner,
hat mir mein Provinzial angeboten für meine erste Stelle, Graz oder Wien. Ich habe keine Sekunde gezögert und habe gesagt, Graz. Ja, weil mich einfach von Kind an sehr viel mit Graz verbindet, mit der Steiermark. Und wie ich dann nach Graz kam als Kaplan bei Egon Capellari in der Hochschulgemeinde im Münzgrabenkloster, habe ich Bischof Johann kennengelernt. Und ich muss sagen, er war eigentlich der erste Bischof, den ich persönlich kennengelernt habe. Vorher habe ich Bischöfe nur aus der Weite gesehen. Und ich halte fest für mich, er hat mein Bild des Bischofs entscheidend geprägt. Und so habe ich ihn bei den Menschen in der Steiermark erlebt. Sie haben in ihm den Bischof gesehen. Dafür danke ich ihm. Und dieser Dank ist auch ein Auftrag, dieses Vorbild für uns Bischöfe nicht aus den Augen zu verlieren. Der zweite Dank geht zurück, es ist auch das schon erwähnt worden, das Jahr 1995, Annus Horribilis der Kirche in Österreich. Aber wie alle schweren Prüfungen auch eine Gnade. In der Frühjahrskonferenz der Bischöfe haben wir, nachdem Kardinal Gröhr zurückgetreten ist, Bischof Johann zum Vorsitzenden gewählt. Und in diesen drei äußerst schwierigen Jahren, 95 bis 98, haben wir erlebt, wie er nicht nur uns zusammengehalten hat, er hat sehr gelitten. Er hat auch die Kirche zusammengehalten. Und ich glaube, dass das auch eine Bedeutung für unser Land gehabt hat. Er hat auf den Dialog gesetzt. In einer Zeit, in der die Kirche tief gespaltet war. So sehr, dass manche gesagt haben, es ist schon ein Schisma. Er hat auf den Dialog gesetzt. Er hat uns nach Mariazell geholt für die erste Etappe dieses Dialogs und dann im Oktober 98 der Dialog für Österreich in Salzburg, den ich wegen einer plötzlichen schweren Erkrankung nicht miterleben konnte, aber der von allen, die ihn erlebt haben, als ein Lichtblick gesehen wurde und in Erinnerung geblieben ist. 98 wurde ich zu seinem Nachfolger gewählt. Er wollte dieses Amt nicht länger ausüben. So bin ich in diesem Amt seit 22 Jahren und es ist Zeit, dass auch bei mir ein Nachfolger kommt. Aber das Vorbild von Bischof Johann, das ist der dritte Punkt, den ich nennen möchte, der dritte Dank. Dieses Vorbild erleben wir gerade jetzt als einen Auftrag. Gerade jetzt in dieser uns alle total überrascht habenden Corona-Krise. Wir haben zum Pfingstfest ein Hirtenwort veröffentlicht. Es ist ein bisschen lang, aber es ist sehr substanziell. Und ich lade wirklich alle ein, dieses Hirtenwort zu lesen, nicht weil wir Bischöfe uns so gut vorkommen, sondern weil wir genau das heute versuchen, was Bischof Johann in der großen Krise 95 bis 98 getan hat,
auf den Dialog setzen. Und es ist nicht mehr so sehr der innerkirchliche Dialog. Wir dürfen Gott danken, dass wir in der Kirche ein viel größeres Maß an Einmütigkeit haben, geschenkt bekommen haben in diesen Jahren. Ich sage es mit großer Dankbarkeit. Und Bischof Johann, du hättest deine Freude, wenn du heute eine Bischofskonferenz erleben würdest, wie gut das Gespräch ist, wie herzlich das Miteinander ist. Nein, jetzt ist die Zeit eines Dialogs für Österreich, so wie es Bischof Johann damals 98 gesehen hat. In einer Zeit, in der diese Krise vieles offenbart an Guten, aber auch an Schwachstellen. An Guten. Es hat sich gezeigt, dass in diesem Land Solidarität herrscht. Es hat sich gezeigt, dass in diesem Land gesunde, starke Institutionen da sind. Gesundheitswesen, Rechtsstaatlichkeit, Sozialpartnerschaft, alles Dinge, gerade die Sozialpartnerschaft, die im Wirken von Bischof Johann so wichtig war. Diese tragenden Säulen unserer Gesellschaft sind freilich nicht von selber tragend, sondern sie sind tragend, weil Menschen sie tragen. Weil Menschen in dieser Krise, wir haben es erlebt, wir erleben es noch, ganz spontan, ganz selbstverständlich, hilfsbereit, dienstbereit, aufmerksam, solidarisch waren. Dieses Kapital dürfen wir nicht verspielen. Und deshalb haben wir unseren Hirtenbrief an Österreich, an alle Menschen in diesem Land gerichtet, die Österreicherinnen und Österreicher und auch die anderen, die hier leben. Weil wir wissen, jetzt ist die Zeit, in der sich das bewähren muss, was uns gegeben worden ist. Aus den Generationen vor uns, 75 Jahre Frieden, sozialer Frieden in unserem Land. Das muss sich jetzt bewähren, wo die Arbeitslosigkeit so stark gestiegen ist. Wo die Flüchtlingsfrage einfach vom Tisch gewischt worden ist, aber präsent bleibt. Wo der Generationenvertrag ein so starkes Zeichen bekommen hat, dass um den Schutz der Älteren gegenüber solche Opfer von der Gesellschaft gebracht worden sind. Das muss sich jetzt bewähren. Und daher, lieber Bischof Johann, du hast in einer schwierigen Zeit der Kirche gezeigt, dass der Weg des Dialogs der einzige ist, der Zukunft hat. Und deshalb möchte ich jetzt, wo wir deine sterblichen Reste zu Grab tragen und wo wir dich schon zu Hause wissen, heimgekehrt, jetzt einladen zu dieser Haltung, die du uns vorgelebt hast, mit dem Dialog für Österreich. Ruhe in Frieden. Danke, Bischof Johann. Kardinal Christoph Schönborn, der vor allem auch die Rolle von Bischof Johann Weber als Vorsitzender der Österreichischen Bischofskonferenz in den Jahren 1995 bis 1998 gewürdigt hat und ihn als Vorbild im Dialog gewürdigt hat. Das waren jetzt die Ansprachen und Würdigungen des Verstorbenen und jetzt beginnt die eigentliche Verabschiedung. Leiten wird sie Webers Weihekollege, Wegbegleiter und Freund, Prälat Leopold Städtler.
Lasst uns in Stille unseres verstorbenen Bischof Johannes Weber gedenken, von ihm Abschied nehmen und ihn der Güte Gottes anvertrauen. Zu Jesus Christus rufen wir voll Vertrauen für unseren Bruder Johannes. Erlöse ihn, o Herr. Erlöse ihn, o Herr. Von aller Schuld. Erlöse ihn, o Herr. Durch deine Menschwerdung und dein heiliges Leben. Erlöse ihn, o Herr. Durch dein Kreuz und Leiden. Erlöse ihn. Durch dein Sterben und Auferstehen. Erlöse ihn, o Herr. Durch deine Wiederkunft in Herrlichkeit. Erlöse ihn, o Herr. Gott, du Hirte deiner Gläubigen, du hast deinen Diener Johannes Weber zum priesterlichen und zum bischöflichen Dienst berufen. Wir danken dir, dass er uns dein Wort verkündet hat in Tat und Wort und uns das Brot des Lebens gereicht hat. Du weißt, wie er für dich und die Menschen gewirkt hat. Du kennst seinen Einsatz und die Frucht seines Mühens. Du weißt auch um das, was unvollendet geblieben ist. Führe alles zum Guten und lass ihn in deinem Licht schauen, was er uns im Glauben bezeugt hat. Durch Christus im Heiligen Geist. Amen. Wir haben hier keine bleibende Stätte. Unsere Heimat ist im Himmel. Lasst uns darum den Leib unseres verstorbenen Bischof Johannes zu seiner letzten irdischen Ruhestätte tragen, in der Hoffnung auf die Auferstehung. Der Sarg mit dem verstorbenen Bischof Johann Weber wird jetzt zur Bischofsgruftkapelle im Grazer Dom gebracht. Fünf Bischöfe sind in dieser Bischofsgruftkapelle bereits beigesetzt, so die Diözesanbischöfe Roman Sebastian Zengerle, der 1848 gestorben ist, oder Leopold Schuster, gestorben 1927. Und der älteren Zuschauern in der Steiermark vielleicht noch bekannte Weihbischof Leo Pietsch, der 1967 verstorben ist. Thank you.
Lasset uns beten. Herr Jesus Christus, du bist 3 Tage im Grab gelegen und durch deine Auferstehung hast du das Grab zu einem Zeichen der Hoffnung gemacht. Wir bitten dich, segne diese Grabstätte und lass deinen Diener Johann Weber in Frieden ruhen, bis du ihn auferwecken und erleuchten wirst, denn du bist die Auferstehung und das Leben. Im Licht deines Angesichts lass ihn im Himmel das ewige Licht schauen, der du lebst und ewiges Leben schenkst in Ewigkeit. Amen. Christus spricht, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und jeder, der lebt und an mich glaubt, wird in Ewigkeit nicht sterben. In diesem Vertrauen übergeben wir den Leib unseres Bruders der Erde. Von der Erde ist er genommen, zur Erde kehrt er zurück. Christus aber, der von den Toten auferstanden ist, wird auch unseren Bruder Johann Weber zum Leben auferwecken. Im Wasser der Taufe bist du mit Christus begraben worden und hast in ihm neues Leben empfangen. Der Herr vollende an dir, was in der Taufe begonnen hat. Dein Leib war der Tempel Gottes, des Heiligen Geistes. Der Herr nehme dich auf in das himmlische Jerusalem. Das Zeichen unserer Hoffnung, das Kreuz unseres Herrn Jesus Christus, haben wir aufgerichtet über deinem Grab. Der Herr schenke dir seinen Frieden. Lasst uns zu Gott rufen für alle unsere verstorbenen Schwestern und Brüder. Schenke ihnen gnädig das ewige Leben. Wir bitten dich, Herr, hör uns. Vergib ihnen gnädig ihre Sünden. Wir bitten dich, Herr, hör uns. Vollende sie in deinem Leben. Wir
Lasst uns auch beten für alle, die um diesen Verstorbenen trauern. Tröste uns in unserer Trauer. Festige unseren Glauben, stärke unsere Hoffnung, verbinde uns in deiner Liebe. Lasst uns auch beten für uns, die wir noch in diesem Leben unterwegs sind. Stärke uns auf unserem Lebensweg. Erfülle unsere Herzen mit Sehnsucht nach deinem Reich. All unser Beten lasst uns jetzt zusammenfassen mit den Worten, die Christus der Herr uns zu beten gelehrt hat. Vater, unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unsere Schuld. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Herr, unser Gott, wir glauben, dass dein Sohn von den Toten auferstanden ist und unsere Verstorbenen zum neuen Leben auferweckt. Festige unseren Glauben an die Auferstehung deines Dieners Johann Weber und stärke uns in der Hoffnung auf die ewige Vollendung bei dir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Herr, gib ihm und allen Verstorbenen die ewige Ruhe. Und das ewige Lass sie ruhen in Frieden. Der 56. Diözesanbischof von Graz-Eckau, Johann Weber, ist beigesetzt in der Bischofsgruft im Grazer Dom. Noch einmal zieht die Geistlichkeit durch die Bischofskirche zum Altar. Und dort wird dann Diözesanbischof Wilhelm Krautwaschl den Segen spenden. Und am Ende der Begräbnisfeierlichkeiten steht dann das Salve Regina, der gesungene Gruß an die Gottesmutter, wie traditionellerweise bei allen Priesterbegräbnissen in der Steiermark. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geist. Der Name des Herrn sei gepriesen. Unsere Hilfe ist im Namen des Herrn. Zu segne, behüte, stärke und begleite euch auf all euren Wegen Gott der Dreieine, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Gehet hin in Frieden. Dank sei Gott dem Herrn. Thank you.
mit dem Gruß an die Gottesmutter Salve Regina geht das feierliche Requiem für Bischof Johann Weber im Grazer Dom zu Ende. Johann Weber hat in den vergangenen Jahrzehnten als Bischof das Glaubensleben vieler über die Grenzen der Steiermark hinaus geprägt. Als steirischer Diözesanbischof von 1969 bis 2001, als ein Herzbischof für viele bis an sein Lebensende am 23. Mai 2020. Und als solcher bleibt er vielen wohl auch weiter in Erinnerung. Damit beenden wir unsere Direktübertragung der Begräbnisfeierlichkeiten für den verstorbenen steirischen Altdiözesanbischof Johann Weber. Ich verabschiede mich aus dem Grazer Dom. Auf Wiedersehen.